So! Auf geht's! Oh nein, es laggt! Das fängt ja super an. Na, das ist ja ganz klasse. Wie die Hölle. Und die Bude fackelt auch wieder ab. So, mal gucken, was brauchen wir denn alles? Wir müssen noch ein Dach bauen. Rohes Hähnchen können wir da nicht so gebrauchen. Das schmeißen wir mal da rein. Stein haben wir gemacht. Hatte ich nicht irgendwie Glas hier oben rein? Ah, wusste ich doch was. Was brauchen wir noch? Schienen haben wir. Crafting Table habe ich oben. Ich brauche Gold. Wo ist denn Gold hier? Da. Muss ich mal gerade überlegen. Das brauchen wir. Netagram, Redstone. Ich muss was vorbereiten für oben. Zum Abfahren, wenn wir die Bahn bauen. So, dazu müssen wir mal ein bisschen Gold, glaube ich, war das. Ein Sticky und ein Redstone. Ja. So, eine Power Rail brauchen wir auf jeden Fall. Was brauchen wir noch? Das können wir wieder wegsortieren. Verdammt, hier. Clearstone. Haben wir irgendwo Clearstone? Wie? Ich habe keinen Clearstone. Doch, da. Zweimal Clearstone ergibt einen Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Ja. So, den brauchen wir noch. Glas haben wir. Ein Dach müssen wir bauen. Wir nehmen mal so eine Kiste mit für oben. Schienen haben wir. Erde haben wir. Hoffentlich reichen die Schienen überhaupt bis runter. Aber wir nehmen noch ein paar mit. So, und ab geht's. Und hier unten müssen wir rauskommen. Irgendwie. Schauen wir mal. Bauen wir von unten nach oben oder von oben nach unten? Aber wir fangen mal hier an. Das Dach muss warten. Habe ich Erde? Ja. Jetzt hier ein bisschen auffüllen. Hier muss hier mal die S-Bahn vorbeifahren. Oh, meine Schaufel geht auch gleich kaputt. Ah, wieder für gemacht. Irgendwas ist hier total laut gerade. So, hier so rum. Wie macht man das jetzt hier? Hier will ich lang. Da müssen wir hin. Na, ist ja traumhaft. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Oder ich gehe hier außen lang. Da oder da? Ach nee, wir gehen hier lang. Hier so ein bisschen runter. Ich hab noch keine Ahnung, wo wir gleich rauskommen. Na, super. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, was ich nicht wüsste. Hüpf, hüpf, hüpf. Gehen wir hier schon mal eine Etage rauf. Ah, wir gucken mal. Na, fast. Nee. Ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Da oder da? Alles im Eimer. Hier, Mama. Oh, das so. Und hier gehen wir noch ein bisschen geradeaus. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein bisschen Schiene in die Hand, dass das mal was wird hier. Obwohl, lasse ich da Erde, dann machst du jetzt Cobblestone drunter. Ne, wir lassen Erde. Oder? Ja, gut, egal. Oh, verpeilt. So, immer fixen Abgang. Hoppla. Noch ein Abgang um die Kurve rum. Hier so lang, hier so runter, hier so rüber und so vorbei. Ups. Ja, wie gut, dass ich noch Schienen mitgenommen habe. Dann. Ab geht er. Und hier ist dann irgendwo Ende. Ganz besonders geil, wir lassen es mal so enden.
Ring, ring, ring! Halt, ich muss noch was mitnehmen. Nee, habe ich dabei. Alles klar. Cool. Tja, das wird ja ein Mordsgag, jetzt da hochzukommen. Das sehe ich ja schon auf mich zuströmen. So, das habe ich ja schon mal gut geschätzt. Das muss man jetzt auch mal so Pi mal Daumen schätzen. Einer geht noch. Genau, so machen wir das. Das wird er bei Unmengen an Schienen verschlingen, merke ich gerade. Da kann ich jetzt schon zurücklaufen. Oder? Ja, komm. Ich glaube, wir haben noch so ein Stack. Bam! Was soll ich mit dem Baum hier? Baut er sich mal irgendwann ab? Ach nee, kann der ja gar nicht. Das ist ja gar kein gepflanztes Zeug. Das ist ja hingebaut. Scheiße, das muss ich ja selber abbauen. Oh Mann. Das war ja wieder super, Ingo. Was zu essen? Lecker Rottenfleisch. Kleiner Snack für unterwegs. So, ab geht's! Ab geht's! Das könnte mir eigentlich zutunneln. Ah, später. Kosmetische Sachen zum Schluss. Also auch ein ganzes Stück Bahnstrecke hier, oder? Kommt mir das jetzt nur so lang vor. So, hier gehen wir weiter. Von unten nach oben bauen ist ja in Minecraft immer cleverer. Von oben nach unten geht ja immer scheiße. Ja, jetzt kommt der wirklich spannende Teil. Ja, ich habe schon wieder eine neue Idee. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das am Ende funktioniert. Experimente! Okay. Warte, das war jetzt blöde. Das machen wir mal. Genau, kaputt. Das kann ich am besten. Das wird, glaube ich, ein bisschen hart. Aber wir gucken mal, was draus wird. Ting, ding, ding, ding. Bisschen mal hoch. Die Lage peilen. Diesmal kein Creeper, was geht denn ab? Alles klar. Wo kommen wir denn hier so Pi mal Daumen raus? Das heißt, hier kämen wir theoretisch raus. Okay, so, so, so und so. Okay, muss ich mal gerade mal hier experimentelle Dinge durchführen. So sieht dann unsere Endstation aus, sozusagen, oder unsere Startstation. Da muss natürlich so ein Power Rail dann hin. Und eine Taste, das werden wir alles brauchen. Was uns jetzt noch fehlt zu allem Überfluss? Achso, ja. Schick. Ist natürlich auch noch ein Gefährt. Sowas in this kind. Ja, das probieren wir aus. Bam! Ab geht er! Und überleben wir das? Geilomat! Was ist das denn? Beim letzten Versuch von so einem Ding bin ich gestorben. Mir fällt natürlich jetzt gerade was ein. Oh oh. Ja. Ich sterbe! Aber geile Nummer ist das. Cool! Nochmal, Mutti! So kommt man natürlich fix runter. Gut, vielleicht ein bisschen sehr weit runter, aber es funktioniert. Ich wollte schon immer mit so einem Minecart in der Hand schwimmen. Und es wäre keine Sau in meiner Mobfalle gestorben. Ich war wieder zu weit weg. Ja, cool. Cool geht das. Jetzt habe ich zwar nicht so viel gelabert, aber ich musste zwischendrin ein bisschen nachdenken.
Natürlich können wir das hier nicht so enden lassen. Ist auch klar soweit, ne? Ist nur die Frage, wenn das hier wirklich mal so eine Art Bahnhof wird, wo man verschiedene Richtungen fahren kann, dann müssen wir mal schauen, wie der ganze Spaß hier aufhört. Achso, hier neben können wir ja sowieso noch bauen. Kommen Sie mal bei ihr! So muck wie dat. So, mehr brauchen wir ja eigentlich nicht, weil zurückfahren ist ja nicht, ne? Ist One-Way-Ticket. Cool. Jetzt muss ich erstmal pennen. Ist auch klar. Hab ich noch irgendwas, was ich hier abladen kann? Obwohl es ja jetzt lästig ist, muss ich ja für jeden Scheiß latschen bis da hoch. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber das würde Unmengen an Power-Rails verschlingen, das Ding so zu bauen, dass man da hochkommt. Ja, wobei, mit dem Sprung kommt man ja gar nicht hoch. Muss man ja auch mal bedenken. So, erstmal pennen.